675 Kilometer sind es von Wien nach Novi Sad, vorausgesetzt, man ist mit dem Schiff auf der Donau unterwegs. Wir haben das deshalb so genau recherchiert, weil Novi Sad heuer europäische Kulturhauptstadt ist. Das Verhältnis Serbiens zum Westen ist ja bekanntlich nicht das Beste und so hat die Entscheidung auch einen hohen politischen Wert. Novi Sad ist die erste Stadt, die den Ehrentitel Kulturhauptstadt tragen darf und nicht innerhalb der Grenzen der EU liegt. Brücken zu bauen lautet passenderweise auch das Motto des geplanten Programms. Novi Sad hat viel Mühe darauf verwendet, sich als fortschrittliche, kulturbegeisterte Stadt zu präsentieren. Überschattet wird die Feierlaune vom Ukraine-Krieg. Er treibt in Serbien einen tiefen Keil in die Bevölkerung, berichtet Barbara Pichler-Hausecker. Mehr als 200.000 Menschen haben heuer wieder exzessiv gefeiert. Auf der Burg Peter Verdein, auf Serbisch Petro Varadin, in Novi Sad. Exit stand wieder auf dem Programm. Das Festival, das im Jahr 2000 als großes völkerverbindendes Fest erstmals veranstaltet wurde. Gegen nationalistische Umtriebe, als Ruf nach Freiheit, gegen eine repressive Regierung. Eines der grundlegenden Ziele des Festivals war immer, die Brücken wieder zu bauen, die während der Jugoslawienkriege in den 90er Jahren zerstört wurden. Exit war der erste Platz, an dem junge Leute aus ganz Ex-Jugoslawien wieder zusammenkamen und miteinander gefeiert haben. Ideelle Brücken, deren Wiederaufbau längst noch nicht abgeschlossen ist. Zum Beispiel mussten vor dem Festival unzählige, plötzlich in Novi Sad aufgetauchte Zs, die Propagandazeichen Russlands, eilig wieder entfernt werden. Die Stadt an der Donau ringt um ihre Position. Das Unternehmen Kulturhauptstadt wird zumindest von den Veranstaltern als proeuropäische Investition verstanden. Four New Bridges lautet die Überschrift über das Jahr 2022. That message for New Bridges. Ich glaube, dass unsere Botschaft der vier Brücken wirklich wichtig ist. Nicht nur, um die serbische Stadt mit Europa zu verbinden, sondern auch als Symbol, dass wir die Leute dazu bringen wollen, mehr miteinander zu reden. Novi Sad. 1999 wurden im 78 Tage andauernden NATO-Bombardement alle drei großen Brücken und die wesentliche Infrastruktur der Stadt zerstört. Viele EinwohnerInnen empfinden diese Katastrophe als große Zäsur in ihrem Leben. Kann ein Projekt wie die Kulturhauptstadt da etwas ändern? Die Stadt hat mit diesem Titel auch eine große Pflicht auferlegt bekommen, die sie aber leider nicht erfüllen kann. Denn die Stadt ist wirklich gespalten. Auf der einen Seite ist sie europäische Kulturhauptstadt und auf der anderen Seite ist Wladimir Putin Ehrenbürger von Novi Sad. Das zeigt schon den ganzen Widerspruch. 51% der Menschen in Serbien sind gegen einen EU-Beitritt. 54% machen die Ukraine verantwortlich für den Krieg. Und gleichzeitig ist die offizielle Haltung der Regierung, wir wollen in die EU. Sagt der große Schriftsteller Laszlo Wegel. Er ist Ungar und überzeugter Bürger von Novi Sad oder Ujvidek, wie er sagt. In seinem jüngsten Roman Neoplanta oder das gelobte Land blickt er zurück auf die multikulturelle Geschichte der Stadt im 20. Jahrhundert. Erst seit 20 Jahren sind wir hier in Serbien in einem Nationalstaat. Das ist eine völlig neue Situation. Solange die Stadt Teil eines multinationalen Staates oder Reiches war, gab es hier eine sehr spezielle Kultur. Jetzt hat die Stadt ihre multiethnische Identität verloren und noch nichts Neues gefunden. Wir leben in einem Vakuum. Biomost, auf Deutsch Biobrücke. 100% echte Teile der zerstörten Brücken von Novi Sad verschenkt die Künstlergruppe Shock Zadruga. Auch eine Möglichkeit, die Vergangenheit zu reflektieren.
Die gegenwärtige Gesellschaft sieht Željko Grulović illusionslos. Wir haben 2012 ein neues Projekt namens Shock Sadruga, also Schockkooperative, gegründet. Mit der Idee, dass nur Zusammenarbeit die Welt retten könnte. Wir wollten herausfinden, ob es überhaupt noch möglich ist, eine Art Kunstmarkt in Serbien zu installieren. Denn wir hatten erkannt, dass durch die Privatisierung ohnehin schon alles unter einigen wenigen aufgeteilt ist. Wir wissen, wer die Reichen sind und wer immer arm bleiben wird. Und dass wir uns mit dem in der ganzen Welt vorherrschenden neoliberalen Kapitalismus abfinden müssen. Seit 1999 hat das Künstlerkollektiv drastisch gegen Krieg und Gewalt Stellung bezogen. Zunächst noch unter dem Namen Art Klinik. Schließlich wollte man auch damals schon die Welt heilen. Jetzt im Kulturhauptstadtjahr gibt es eine große Rückschau der Truppe im Museum für moderne Kunst mit Mitmachaufforderung ans Publikum. Bei der Finissage sollen die Silhouetten der Besucher als Sinnbilder für die Opfer kriegerischer Auseinandersetzungen die Wände füllen. Neue Kulturstationen wurden anlässlich der Kulturhauptstadt initiiert. Eine davon ist die Svilara, eine ehemalige Fabrik, in der Seide gefärbt wurde. Geduld und Zeit transformieren die Blätter des Maulbeerbaums in Seide, steht auf dem Haus in unmittelbarer Nachbarschaft. Svilara? Die Svilara ist ein Bilderbuchbeispiel für eine Bottom-up-Bewegung. Wir, eine Gruppe von lokalen Anrainern im Almashki-Viertel, hatten die Kraft, uns vorzustellen, wie sich dieser Platz verändern sollte, weil sich alle von uns an die guten Zeiten der Vergangenheit dieses Stadtteils erinnerten. Und so ist aus einer jahrzehntelang dem Verfall und düsteren Gestalten preisgegebenen Ruine ein Vorzeigeprojekt geworden. Hier trifft sich Nachbarschaft, Konzerte und Ausstellungen finden statt. Und es werden auch schwierige Themen nicht ausgespart. Wie zum Beispiel die Präsentation Esther, a graphic novel in Holocaust Education. '42 wurden in Novi Sad innerhalb von 3 Tagen mehr als 1200 Juden, Roma und Serben von den zu den Achsenmächten gehörenden ungarischen Besatzern ermordet. Ihre Leichen wurden in die Donau geworfen. Eine 4 Meter hohe Skulptur und die Namen der Ermordeten sollen daran erinnern. Erklärende Worte sucht man allerdings vergebens. They called it Razzia. Das ist eine schreckliche Narbe in unserer Seele. Besonders schlimm war, dass man damals von einer Razzia gesprochen hat. Eine Razzia wird ja von der Polizei veranstaltet. Aber in Wahrheit war es ein Völkermord, der dann nach dem Weltkrieg von den Kommunisten unter den Teppich gekehrt wurde. Mit einem Open Call für ein Memorial Center, das den Namen auch verdient, will Nemanja Milenković dem Vergessen entgegensteuern. In der Galerie Matica Srpska wird gerade Jovanka Broz, die schillernde First Lady Ex-Jugoslawiens, wieder in Erinnerung gerufen. Vielfach porträtiert ist Titos letzte Ehefrau 2013 verstorben. Gemälde und Möbel aus dem Haus, das sie 33 Jahre nach Titos Tod bewohnt hat, geben einen Einblick in die Welt der Jovanka Broz. Partisan und Fragonard, so der bezeichnende Titel.
Sie hatte großen Einfluss auf die Geschichte Jugoslawiens in der Region und in der ganzen Welt, weil sie eine stilvolle Person war, immer perfekt gestylt und immer mit einem großen Lächeln. Jemand hat sie The Jugosmile genannt. Wir haben deshalb T-Shirts gemacht und präsentieren sie als das berühmteste Lächeln von Ex-Jugoslawien. Jugo-Nostalgie als möglicher Weg aus der Identitätskrise? Im vergangenen Jahrhundert hat die Stadt 8 verschiedene Staatsformen durchlebt. Als kulturelles Zentrum von Ex-Jugoslawien kann Novi Sad auf ein reiches, multikulturelles Erbe zurückblicken und mit seiner lebendigen Kunstszene auch ein Wegweiser in Richtung Europa sein. Alle Infos zum Programm der Kulturhauptstadt finden Sie online unter novisad2022.rs.